So, hallo Leute, jetzt noch mal eine kurze Statusmeldung zum Thema Pistenhaus. Steht schon hier vor. Jetzt werde ich euch das Pistenhaus einfach mal noch komplett zeigen. Weiß mal, wie den Schalter. Hallo. Ah, jetzt. Irgendwie ist es gerade ein bisschen buggy. Oh. Fail. Egal. Jetzt gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Das kennt ihr alle schon. Schalten wir mal das Licht an. Das wäre Licht. So, jetzt sind wir erstmal hier im Wohnzimmer. Ich nenne dieses Video. Wir sind bei Öfen. Ich nenne dieses Video absichtlich jetzt V.8, also V-Version 1.0. Von dem Pistenhaus. Ich habe noch ein paar Ideen, aber ich weiß nicht, wann ich die noch umsetze. Wir haben einmal hier unseren Fernseher mit dem Sofa. So eine Mini-Küche. Da wollte ich noch eine überhaupt größere bauen. Ja, Mann, wo gehen wir denn jetzt als erstes mal her? Wir gehen jetzt erst gerade mal kurz ins Schlafzimmer. Das Licht ein. Tür wieder zu, können wir eigentlich schon. Diese mehr oder weniger. Kisten. Aber jetzt, Leute, das dürft ihr keinem sagen. So, total leise. Nein, egal, ich sage jetzt einfach mal lauter. Ich sage einfach mal lauter. Nein. Dafür braucht man Redstone. Da muss man hier und hier neben das Bett Redstone machen. Was passiert hier? Das Ding geht auf. Ist ein Ding, oder? Pistons gehen auf. Was haben wir unten? Und wir können das Lager halten. Ein Lagerraum. Aber nicht nur das, sondern auch. Können wir noch hier durch? Ja. Ja, ups. Nee, nothing to pass through. Die Tür aufmachen. Wieder schließen. Licht. Oh, ein Endportal. Ja, wir haben ein Endportal. Ja, das ist gebaut. Das ist jetzt nicht irgendwie. Ja, hier sind wir noch ein Enchantment Room sozusagen. Und hier ist noch so ein Brauraum. Ein Brewing Stand oder wie das Ding heißt. Egal. Wenn ihr noch Ideen habt zu neuen Räumen oder sowas, schreibt das als Kommentare. Ich lese mir das nochmal durch und dann will ich mal gucken, was ich so als Räume einfügen kann. So, mache ich erstmal alles aus. Damit die Minustromrechnung nicht zu hoch wird. Hahaha. So, dann haben wir hier erstmal alles soweit abgearbeitet. Jetzt gehen wir in die Tür. Jetzt gehen wir erstmal in diesen Bereich. Den habe ich jetzt gerade noch frisch gebaut. Wenn wir jetzt hier einmal das Licht anschalten, sieht man das nur auf der einen Seite. Weil auf der anderen Seite war das technisch mir nicht so wirklich möglich, weil hinter noch Technik von dem Raum hier ist. Dann muss ich gucken, ob ich das noch irgendwie umlege. So, jetzt haben wir erstmal Dusche. Pressure Plate. Wenn wir da drauf gehen, geht hier oben Pisten auf, dass da Wasser rauskommt, die Schilder verhindern, dass das Wasser nach vorne fließt. Und hier, das sieht man jetzt nicht so, so ein bisschen gucken. Ja. Optifine, oder Optifine, ja, kann man auch schlecht erkennen mit Optifine. Dieser Pisten hier fährt durch, das heißt so viel, wie dass die Dusche dann besetzt ist. Kann man da dran sehen. Haben wir noch einen großen Pool. Können wir jetzt mal das Licht einschalten. Die Verzögerung ist absichtlich. Finde ich vielleicht ein bisschen groß ist. So, dann haben wir einmal so einen tollen Pool, ne? Nein. Jetzt können wir erstmal das Wasser reinlassen. Das ist einfach. So, nochmal. Fließt von der Seite rein, dann ist es ein Pool. Ja. Jetzt können wir wieder raus. Soweit der Raum hier. Dann haben wir hier noch ein Gästezimmer, was ich sehr schön finde eigentlich. So haben wir einmal einen Kühlschrank. Übrigens, das mit dem Kühlschrank und so, das ist das Gronkh, dieses Minecraft. Pardon von Hannibal, das Texture Pack. Das ist das Remake, was ich benutze. So, dann haben wir hier einfach mal hier. Mal noch eine Kiste. Hier. Ich habe das beschrieben. Back, weg. So, hier haben wir noch zwei Öfen.
Workbench. So. Dann haben wir da noch ein Bett, was wir so ausfahren können. Aber wir können only sleep at night. Schade. Sorry, das ist manchmal ein bisschen buggy hier. Der Server ist noch nicht mit wirklich viel RAM gestartet. Egal. Das wäre dieses Gästezimmer. Das muss ich auch mal wieder ausmachen. Wie gesagt, hier der Bereich ist eigentlich relativ neu gebaut. So, dann haben wir jetzt hier noch einmal den Schalter für die Deckenbeleuchtung. So. Geht hier oben eben nach draußen was auf. Und hier können wir dann, wenn es dunkel ist, könnten wir dann hier noch dem Schalter kommt dann hier Lava rein und dann haben wir Beleuchtung. Aber es ist jetzt gerade zum Glück Tag. Ja. So, jetzt haben wir hier den Schalter Boden. Ja. Ah, doch. So. Klatsch. So, und jetzt sind wir hier unten. Jetzt haben wir hier meine mega unterirdische Farmanlage. Die ist noch. Es ist gerade nicht bepflanzt. Da hatte ich noch keine Lust und keine Zeit zu. Dazu noch. Einmal haben wir hier diese Treppen an der Seite. Auch auf der anderen Seite. Und jetzt sieht man, das sieht im Vergleich zu den anderen Videos total anders aus, weil da war das so ein bisschen, da war das mit dem Wasserfluss noch etwas komisch. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt habe ich die genauso abgestimmt. Kann ich so gerade mal zeigen, wenn ich das Wasser einschalte. Das ist Wasser auf dem letzten Punkt, also das Wasser fließt irgendwie immer 7, 8 Blöcke weit. Das ist auf dem letzten Punkt, auf den es fließt, also es fließt sozusagen immer bis hierhin und dann geht es hier wieder ein nach unten und dann ist hier sozusagen wieder, hat es wieder sozusagen 8 Blöcke voll. So wird dann genau die ganze Fläche überströmt. Das sind eben mit Diamanto und der Mod aus. Einmal. Da sind auch noch ein paar Diamanto. Ja. Und dann haben wir wieder so im nächsten Rahmen. Hier können wir einmal noch die Treppe runterfahren. Die Treppe ausfahren. Und jetzt haben wir hier Zuckerrohr. Zuckerrohr. Farm ist eigentlich relativ ertragreich. Sondern eine kleine Farm, oder? Ich finde, sie reicht für ein kleines Pistenhaus. Ich bin, apropos Pisten, da war ich nämlich auch am überlegen, das will ich dann vielleicht in Version 1.1 oder 1.2 mal machen. Dass ich das, ja, noch eins. Dass ich das dann, Farmanlage baue, die habe ich in der anderen Welt so ein bisschen probiert. Die man dann per Knopfdruck abernten kann. So, jetzt kommen wir hier durch hier die Tür. Ups. Nächstes Mal das Licht einschalten. Es ist, glaube ich, draußen Nacht. Beziehungsweise etwas dunkel drin. Ja, es ist Nacht. Dem kann abgeholfen werden. So. Tut mir leid, ich bin etwas erkältet. Dann wählen wir das Licht von der Decke aus. Dann können wir auch mal noch solche Lampen hinzuschalten, diese Lavalampen. Und haben einen Spawner, der aber noch nicht so wirklich funktioniert. Ach Quatsch, die Monster sind ja auch auf dem Server, genau. Ja, auf jeden Fall, wenn das im Singleplayer spielt, kann man die Monster ruhig anschalten. Die sind jetzt gerade nur aus. Ja, dann haben wir halt hier Crafting Table und Ofen nochmal. Ja, ein paar Kisten in der Wand. Hallo? Oh. Fail. Okay, ich werde gerade mal Spiel neu starten. Dann sehen wir uns in der nächsten, im nächsten Clip. So, nach diesem kleinen Fail binden uns wieder auf den Server. So, jetzt haben wir einmal können diese Ventilatoren runterfahren. Ja. Und jetzt haben wir unten noch einen Schalter, da können wir jetzt hier unten so einen Lavafluss einschalten. Da sieht man die Lava auch schon. Da könnte man dann, wenn im Spawner zu viele Mods sind, kann man die abfackeln. Sieht man, wie sich die Lava hier drin schön verbreitet. Jetzt gleich wieder weggeht. So, warum soll es aber jetzt nicht gehen? Hier noch ein Raum. Ist das Nether-Portal drin, also das Höllenportal? Das Licht einschalten. So.
Hier sind auch eine Kiste, ist noch Feuerzeug, hier ist eine Workbench, hier ist noch eine Kiste und ich weiß nicht, was schon. Nee. Noch ein paar Sachen drin. So, jetzt gehen wir gerade mal schön drin. Ja, hier in der Hölle sind wir mal so ein kleines Bandchen. Damit kann ich das Licht einschalten. Da sehen wir so vier Glowstones. Ist halt ein bisschen dunkler, aber ich glaube, die Hölle wird alles ein bisschen dunkler. So, dann haben wir hier noch Kisten. Sagen wir mal ein Bäumchen hier. Und jetzt geht's hier. Wir sind hier, in so einer Nether-Höhle. Also in so einem Nether-Dungeon. Also keine richtige Festung, sondern ja. Dann haben wir hier oben. Das ist der Eingang jetzt zu. Und jetzt mache ich mit dem Eingang auf. Sieht man schon, ist oben was aufgegangen. Das ist halt, ja. Jupp. So. Jetzt können wir hier raus. Das habe ich hier mal ein bisschen umgebaut. Fällt mir gerade mal auf. Das ist unklug. Vor allem mit dem falschen Stein. Umzubauen. Ich meine Pisten zu haben. Ist uns gerade auch mal egal. Komm. So. Und das ist dann eben die Hölle. Toll, ne? Hier habe ich auch bis auf diese Pistenkonstruktion noch nichts gebaut, weil. Ja, das ist Version 1, wo sozusagen des Pistenhauses. Müssen wir mal gucken, wann ich nochmal dazu komme, hier weiterzubauen. Ich wollte jetzt gerade mal eine aktuelle Meldung machen. Wie weit oder wie stark fortgeschritten ich jetzt hier mit dem kleinen Mädchen bin. So klein ist mittlerweile auch nicht mehr, aber ja. Ja, zum Abschluss kann ich hier einmal noch durchgehen. Ich bin auch am gucken, dass ich vielleicht, wie gesagt, das kann alles noch in späteren Versionen kommen. Das ist eine alles wird halt perfekt dann. Dass wir dann zum Beispiel noch da so eine automatische Treppe haben, dass wir den Button drücken, dann von den Pistons nach oben geschoben wird. Ja, das hatten wir schon mit der Küche. Ja, das sind auch halt ganz normales Licht. So, mal so. Ja, so generell jetzt. Sind wir jetzt am Ende des Umgangs durch das Pistenhaus. Es wird noch erweitert und hier sieht man ein bisschen die ganzen Lichtschächte. Hier hinten. Das ist auch alles von dem Pistenhaus. Sieht man das von dem Flur. Das ist hier von dem Bäumchen. Hier, von dem da unten. Sieht jetzt gerade die Dings zu, die Beleuchtung, deswegen sieht man das nicht so gut. Ja. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt Kommentare, was ich noch für Räume machen soll, wie ihr das Haus so findet und so. Bis später. Euer Super German LPs.